Hi, ich habe gebrauchte Bücher bestellt und zwar alles im Simpsons-Kontext. Und da öffnen wir die jetzt mal zusammen. Zeige euch mal, was ich bestellt habe. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht mehr so ganz genau, was ich bestellt habe. Okay, es ist wirklich. Wusste nicht mehr, dass es so viel war. Okay, beginnen wir mal mit dem Hauptaugenmerk, warum ich das eigentlich bestellt habe. Also, der eigentliche Grund, warum ich bei Medimobs bestellt habe, ist das hier gewesen. PS2 Futurama-Spiel ist für mich absolut Nostalgie. Und jetzt, wo ich die neuen Folgen gesehen habe, habe ich nochmal voll Bock drauf bekommen. Habe ich mir gekauft, war auch gar nicht so günstig, 20 Euro, keine Ahnung. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich gucke mal, was ich bei den Simpsons noch so finde. Also, das erste, was ich bestellt habe: Bart Simpsons Tipps und Tricks für alle Lebenslagen. Dieses Buch gehört, also nimm deine schmierigen Krippe weg, da schreibe ich gleich sowas von meinem Namen hin, damit Ivo da auch nicht auf Ideen kommt. Ist sehr viel. Sehr wenig Text, sehr viel Bild. Gefällt mir. Denke ich, da sind einige gute Gags drin, gute Lacher drin. Das ist Nummer 1. Bart Simpsons Tipps und Tricks für alle Lebenslagen. Dann habe ich bei den Comics ein bisschen zugeschlagen. Und zwar habe ich mir die erste Sammlung der Futurama Comics geholt. Sind die ersten vier Comics drin. War auch alles dann nicht mehr so teuer. Hat alles so 3, 4, 5 Euro gekostet. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich Bock drauf. Also, Futurama, Orama. Sammlung ist ein bisschen Dreck drauf, aber das ist okay. Gebraucht kann man das akzeptieren. Dann Simpsons City Guide Springfield. Noch ein Sind wir bei Da-Buch. Und da ist auch Sehenswürdigkeitenmäßig. Das ist so eine kleine Stadtführung von der Olivenhain. Aber da steht sogar der Preis noch drauf. Nee, das ist der Originalpreis. Der Originalpreis vom 15.01.2015. 14,95 € in Neu-Ulm. Neu-Ulm bei R. Schmiedel und W. Kruse. Liebe Grüße, danke fürs Buch, das ich jetzt 8 Jahre später im Internet gebraucht bekommen habe. Das hier machen wir mal ans Ende. Ich habe mir nämlich noch einen Comic geholt und zwar Bart Simpsons Horrorshow, spannend, spaßiges Spuktakulum. Sehr cooles Cover, das daneben sieht zwar aus, als wäre da umgeknickt, aber nee, das ist nur dieser Sticker von denen. Kann man direkt mal abziehen. Und ist auch Comic. Ja, ist Comic. Da gab es wohl auch Sonderausgaben zu Treehouse of Horror. Und das ist auch wieder so ein Sammelband. In liebevoller Erinnerung an Schneeball 1. Schneeball 1 ist jetzt beim Teufel, falls ihr das noch nicht wusstet. Hier. Freue ich mich drauf. Ja, cool. Dann das nächste, was ich noch habe. Weiß ich auch gar nicht, was es ist gerade. Ah, doch. Das dachte ich tatsächlich, es wäre was anderes. Okay, das ist nicht das, was ich dachte. Ich dachte auch, das wäre sowas Ähnliches wie was ich schon mal hatte. Ich glaube, das hier ist nicht so das Allerwahrste. Die Simpsons, Spaßbuch für Regentage. Das gibt es auch nicht mehr so oft, habe ich gesehen. Und wenn ich mir das so durchblätter, verstehe ich auch, wieso. Das ist doch das. Das ist auf jeden Fall das, was ich meinte. Aber ich hatte es anders in Erinnerung. Ach, weil da muss man auch Sachen ausschneiden und so. Deswegen klar, dass das nicht mehr so oft gibt. Aber geil. Am Boden zerstört, weil es immer zu regnet, all deine Videospiele durchgespielt, nur Dokumentarfilme im Fernsehen, droht deine Mutter mit dem Staubsauger. Ja, kann man natürlich nicht einfach reinschreiben, also da muss ich mir was überlegen. Sind auch Labyrinthe und so drin, also das habe ich noch. Die Simpsons, Spaßbuch für Regentag. Und jetzt, zu guter Letzt, habe ich mir einen kleinen Auszug aus einzelnen Büchern geholt. Und zwar gehen wir jetzt mal da durch. Ich habe das Homer-Buch. Ich habe das Ralph Wiggum Buch, das Lisa Buch und das Bart Buch. Das Marge Buch habe ich nicht geholt, das hat über 15 Euro gekostet oder so, das war mir dann noch zu viel. Ja, werde ich mir auch mal angucken. Auch viel Bilder und so, auch viel, glaube ich, Gaggereien drin. Gaggereien, ja. Lebe das Leben mit wachem Geist. Oh, das ist noch so ein Einband drum. Oh, oh, ist das schön. Oh, ja. Ja, ich kann mich an diesen Einband auf jeden Fall erinnern hier mit den Gefühlslagen. Dauern bei Grandpa, Liebe bei Marge, Gesundheit bei Maggie. Da unten ist ein kleiner Riss drin. Oh, da unten ist ein kleiner Riss drin. Das ist okay. Und das war mein kleiner, aber feiner Einkauf. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Habt super Bücher und ja, wenn ihr da auch mal irgendwie Reviews zu wollt oder so, falls wir da auch mal drüber reden sollen in einem extra Format, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Haben wir Bock drauf eigentlich auch, denke ich. Also ich zumindest. Ivo bestimmt auch. Ivo ist ein fleißiger Leser. Und Bildergucker. Deswegen lasst es uns wissen. Wir freuen uns drauf. Und dann sehen wir uns oder hören uns in der nächsten Folge oder sehen uns hier im nächsten Video. Bis dahin, abonniert den Kanal, liked das Video und wir freuen uns. Bis dann. Ciao.